Ja, wenn ich leg das Telefon auf und murmel sowas wie Arschloch oder so. Aber Blake, bist du im Telefonieren oder was? Ja, Davenport hat angerufen. Wir müssen in die Tiefgarage. Wir müssen die anderen wecken. Hat er mal auf die Uhr geguckt? Das ist dem scheißegal. Dafür sind wir ja nun mal am Ende der Nahrungskette hier. Es ist halb fünf. Was hat er genau gesagt? Wir sollen in die Tiefgarage, Miss Trump kommt gleich an. Wir sollen hier irgendwie Gepäck und alles Mögliche abnehmen. Also, geh dir was an und weck die anderen. Ian, ich schüttel an Ian. Na, was? Gerade ist eingeschlafen. Geh dir was an, wir müssen runter in die Tiefgarage. Okay. Hey, Blacky Boy, aufstehen. Steh neben dir. Oh. Ich meine, John. Was? Ich sehe vollkommen übermüdet aus, springe aber auf, versuche voll da zu sein, falle fast hier um, aber stehen. Was ist los? Ja, John, genug geschlafen. Es gibt Arbeit. Dave Potter hat angerufen. Ab in die Tiefgarage, da kannst du dich auslassen. Ja, dann los, ja. Komm, Spezialauftrag. Das Trump kommt gleich an. Ja, worauf warten wir noch? Denn los. Sieh dir was an. Ich habe in meinem Anzug wieder eine Nacht geschlafen, seit die letzten. Ich zieh mir auch eine Hose an, bevor wir runtergehen. Ich würde mir ein einfaches Kleid überwerfen. Würde ich den Fahrstuhl rufen. Völlig übermüdet stolpert ihr in den Fahrstuhl und rauscht hinunter in die Tiefgarage. Dort steht eine überlange schwarze Limousine. Der Fahrer müht sich gerade sichtlich ab, eine Sammlung von Koffern und Paketen aus dem Fahrzeug herauszuhieven, für die ihr wahrscheinlich alle zusammen mehrmals laufen müsstet, wenn ihr jedes Teil einzeln hochtragen müsstet. Gott sei Dank gibt es einen Fahrstuhl. Inmitten der ganzen Koffer, Pakete, die teilweise mannshoch zu sein scheinen, steht die bestens aufgelegte Melania Trump in einem sonnenblumengelben Mantel. Der ganze Anblick, Melania in ihrem strahlenden gelben Mantel, der die ganze Tiefgarage zu erhellen scheint, inmitten dieser unzähligen Koffer, gibt euch den Eindruck, dass ihre Sachen alle zusammen mehr wert sind, als ihr während eures ganzen Praktikums hier an Geld verdient habt oder jemals verdienen werdet. Trotzdem wirkt sie ganz anders, als ihr das aus irgendwelchen Fernsehauftritten oder so gewohnt seid oder euch vorgestellt hättet. Sie ist ernsthaft froh, euch zu sehen und sagt es auch. Und zwar ohne irgendeinen seltsamen, lustig anmutenden Akzent in der Stimme. Begrüßt sie jeden einzelnen von euch, jede einzelne von euch, schüttelt euch die Hände, will genau wissen, wie ihr heißt und was eure Aufgaben sind. Und obwohl es auch für sie halb fünf in der Früh ist, scheint sie geradezu freudestrahlend zu sein, euch kennenzulernen. Mrs. Trump, es ist mir eine Ehre, gerade jetzt bald die künftige First Lady noch zu treffen. Und Sie haben sicherlich auch noch genug toll zu tun. Ihr Ehemann ist sicherlich auch schon sehr aufgeregt. Oh, ich bin mir sicher, dass er das ist, Mr. Newhouse. Sicher, aber wir wollen nicht bestürzen. Noch ist es nicht so weit. Sicherlich. Newhouse, könnte es auch mal mit anpacken hier bei den Kisten. Das habe ich nur gemacht, während sie sich so vorgestellt hat und die in die Hand gegeben hat. Ich gehe schon natürlich und packe an und gehe hin und her und würde was Schweres in die Tür reinstellen, damit der Fahrstuhl nicht zugeht gleich. Hilfe, sind die schwer. Dass man halt den Fahrstuhl voll laden kann, dass man nur einmal fährt. Oder zumindest der vielleicht nur mit der Ladung hochfährt.
Während ihr die Sachen Richtung Aufzug tragt, versucht sie immer irgendeinen von euch oder eine von euch abzupassen und in ein Gespräch zu verwickeln darüber, wie schön doch die Sommerresidenz der Trumps in Mar-a-Lago ist, in Florida, überhaupt wie schön der Süden der USA in dieser Jahreszeit ist. Noch so spät im Jahr und trotzdem so voller Farben und die kräftige Sonne, die Orangen an den Bäumen. Na, es Trump, das freut mich zu hören. Wir können ja froh sein, dass wir keinen Schnee haben hier. Ab November. Ja, da haben Sie recht, Mr. Stablecamp. New York ist wirklich ein... Also zumindest was das Wetter angeht, ein schrecklicher Ort, oder? Hat auch seine Vorteile, Ram. Naja, und dann dieser Turm prätentiös irgendwie, oder nicht? Wie mein? Mhm. Und so weit weg von den Menschen, ich ziehe ja die offenen Weiten des Südens vor. Verzeihung, dürfte ich ein Foto für die Social Media machen? Oh, sicher, natürlich. Wollen wir alle zusammen? Oh, Mem, ich glaube nee. Nicht, dass wir in unserem Aufzug mit ihnen gerade. Stellen wir am besten Kate dazu. Die sieht noch sehr frisch aus und lächelt und strahlt. Das wirkt immer ganz gut, als wenn sie dann alleine mit den Koffer dort stehen. Der würde sich mit dazu stellen. Okay, natürlich. Lächeln, Darling, lächeln. Sie fährt auch mit euch im Aufzug nach oben. Die ganze Zeit plaudert sie in lockerem Ton weiter über die ganzen Orte, an die sie schon reisen durfte, mit ihrem Ehemann. Sie versucht gar nicht unbedingt nur Smalltalk zu machen, sondern ist ehrlich interessiert daran, was ihr von bestimmten Orten und so haltet, wo ihr genau herkommt aus den USA, wo ihr studiert und solche Dinge. Das alles scheint sie furchtbar zu interessieren. Wo haben Sie denn studiert? Oder haben Sie nicht studiert? Oh, ich habe nicht studiert. Nein. Sie kommen doch aus Europa, oder nicht? Ja, das stimmt. Und sind Sie schon aufgeregt wegen der Wahl? Das ist das erste Mal, als wir auf eine Frage von euch eine etwas verdruckste Antwort gibt. Oh, ja. Ja, natürlich. Aufgeregt. Sie versucht, das Gespräch gleich wieder auf euch zu lenken. Was glauben Sie denn? Glauben Sie, wir haben eine reelle Chance zu gewinnen? Ja, definitiv. Also, das, was die Medien an Prozenten und an Balken, Statistiken veröffentlichen, ist ja sowieso alles gefaked. Ja, Lügenpresse. Oh, das interessiert mich alles nicht so wirklich. Vor allem spricht Ihr Mann ja wirklich dem Volk aus dem Herzen und das kommt sicherlich gut an. Die ganzen Republikaner stehen auch hinter Ihnen. Zumindest sind viele. Je mehr über Trump redet, desto abweisender wird sie, desto stiller wird sie und desto mehr scheint ihr Licht so ein bisschen zu verglimmen. Sie nickt nur noch freundlich, ihr Akzent wird viel stärker. Dann seid ihr im Penthouse angekommen, die Türen öffnen sich und mit ausgebreiteten Armen steht Trump da. Gewaltig sieht er aus. Es ist fast, als würde ein Schatten über euch und den Aufzug fallen. Melania, Schätzchen. Gibt er dir einen Kuss? Sie lässt ihn einfach stehen, ignoriert ihn völlig, wendet sich zu euch und hat auf einmal diesen eiskalten, maschinenartigen Blick, für den sie so bekannt ist in den Augen und zeigt nur nach rechts, nach links und gibt euch Anweisungen, wo die ganzen Kisten und Koffer verstaut werden sollen. Guten Morgen, Sir. Trump ignoriert euch völlig. Ihr seid Wollen Sie völlig den Aufzug, Sir? Wir können auch aus dem Aufzug rausgehen. Verzeihung. Nein, alles gut. Ich ziehe mich in meine Gemächer zurück. Melania, ich erwarte dich dort. Endlich bist du da. Jetzt kann es endlich auf die Zielgerade gehen.
dem Sieg so nah, dem Sieg so nah. Er verlässt den Raum. Er scheint freudig erregt zu sein, nervös ein bisschen. Seine ganze gewaltige Gestalt scheint förmlich zu vibrieren vor Erwartung. Als ihr alle Koffer ausgeräumt und alle Kisten verstaut habt, dreht sich Melania noch einmal zu euch um. Für einen Moment strahlt nochmal ihr Lächeln auf und dann sagt sie zu euch in ihrem ganz starken osteuropäischen Akzent: "Try to keep each other safe, yes?" Dann verschwindet sie auch. Trump wirft nochmal einen bösen Blick über seine Schulter in eure Richtung. Ich drehe, schau alle anderen einmal kurz an. Was ist denn für eine skurrile Situation? Ja, der Mann ist ganz schön angespannt. Das ist die letzten Stunden. Es sah eher so aus, als würde sich alles tun, um von ihm wegzukommen. Er wird irgendwie angespannt, er wirkt wie unter Drogen. Werde ich aber sicherlich nicht zu ihm gehen, wenn ich sie nicht wollte. Aber sind nicht gerade hier in den letzten 55 Stockwerken eine Typveränderung gemacht? Ja, das Gefühl hatte ich auch. Deswegen, je näher wir nach oben kamen, desto älter wurde sie. Hat sie gerade zu uns gesagt? Wir sollen aufeinander aufpassen, hat sie gesagt. Das ist komisch. Gut gemeinter Ratschlag und so weiter das Leben. Aber fast das gleiche, was Miss Conway gesagt hatte. Selbst. Ich glaube, wir sind hier fertig, oder? Ja, sonst ist ja nichts. Wir wurden angerufen wegen Tiefgarage. Was ist so für morgens? Wir sollten uns doch mal hinlegen. Gibt wahrscheinlich Ärger von Conway, aber das ist mir mittlerweile auch egal. Das war er also, der Typ, dem ich die ganze Zeit alles hinterher tragen muss. Sah ein bisschen größer aus, als wenn er da oben auf der Bühne steht. Wenn er so nah an einem dran ist. Irgendwie schon mächtig. Unsympathisch. Wie seine Frau ihn ignoriert hat, ganz schön ekelhaft. Ich hätte auch kurz überlegt, ob ich kotzen gehe oder so. Kommt ja auch nicht gut. Nein, wie gesagt, das ist sicherlich nur der Stress. Wie gesagt, wir sind ja auch angespannt und der Mann, auf den lastet alles. Ich kann mich nicht verdenken. Das war kein reiner Stress mehr. Keine Sorge, der geht morgen Abend auch nicht hungrig ins Bett. Aber jetzt gehe ich erstmal ins Bett. Als ihr wieder runter in den Praktikanten, in die Praktikantenwohnung, ins Apartment kommt, wartet eure Arbeit schon auf euch. In Gestalt von Governor Pence, yay, er ist schon wieder da, um 5 Uhr in der Früh, mit einer Tüte von Dunkin' Donuts und einem großen Tablett voller Kaffees. Er versucht euch wieder mit einer von seinen Politikerreden anzufeuern. Die Wahlkampagne, jetzt auf der Zielgeraden, kurz vor dem Endspurt. Die wenigsten glauben, dass ihr gewinnen könnt, aber er weiß es ganz genau, dass er und Donald Trump von Gott gesandt wurden, um diese Nation zu befreien von dem Establishment in Washington, von den Demokraten, die für die letzten 8 Jahre alle Fundamente dieser großen Nation aufzulösen versucht haben, die die traditionelle Familie ersetzen wollen, die traditionellen Werte ersetzen wollen. Schon, die christlichen Werte, die dieses Land groß gemacht haben, an den Rand drängen wollen und alles ersetzen wollen mit ihrer liberalen, schwulen, versifften Agenda. Mein Mund öffnet sich ein bisschen. Aber Benz, wenn ich Sie kurz unterbrechen dürfte. Oh, er lässt sich nicht unterbrechen, er redet einfach über euch hinweg. Halt die Fresse. Er
redet über euch hinweg, er nimmt gar nicht richtig Notiz von euch, er redet und redet einfach darauf los, immer wieder dieselben Talking Points wiederholend, immer wieder mit dem Deckel von seinem Kaffee nervös herumfummelnd. Seine Augen flitzen von einem zum nächsten und scheinen nach etwas zu suchen, wie so ein Scanner. So erregt er auch ist, sein Gesicht ist immer noch dieselbe erstarrte weiße Miene. Wie eine Maschine sucht er den Raum ab nach irgendeinem Gefühl von Enthusiasmus, von Ansteckung. Findet er sie bei euch? Natürlich höre ich mir das wieder an, balle meine Faust und fieber mit, was er sagt. Kurze böse Blicke zu den anderen, die sich nicht so mitreißen lassen, so an nicht qualifizierte Beiträge leisten in meinen Augen. Hör ihn zu und lass mich inspirieren von einer Größe. Ey, ich sag mal, warum sitzt der um 5 Uhr morgens bei uns und hält so eine Rede? Er sollte sich lieber auf ganz andere Sachen konzentrieren. Er soll aufhören zu reden. Hast du das gerade eben echt gesagt? Die Fritze. Ja. Was soll er machen? Mich rauswerfen. Warum? Also, ich find's sehr belustigend. Ich bin so müde, dass ich einfach lachen will. Aber ich verstehe nicht, ich begreife nicht, wie der sich mit Kaffee und Donuts hier zu uns hinsetzen will. Da hat er nichts anderes zu tun. Kannst du ihn ja mal fragen, aber er hört ja nicht auf zu reden. Und Captain America da vorne guckt auch so böse. Und John ist genauso fanat. Dann sollten wir vielleicht die beiden Fanaten unter sich lassen. Wollen wir mal aufstehen und gehen? So einer nach dem anderen? Das ist nicht auf. Ich würde aufstehen damit und ins Schlafzimmer. Okay, dann kannst du wieder anfangen machen. Kate würde aufgehen und ins Schlafzimmer gehen und dort einen Rucksack nehmen, ihre und die Sachen von Daniels reinwerfen. Okay, du packst deine Sachen und dann? Haben wir Farbe im Praktikantenbüro? Was habt ihr? Haben wir Farbe? Ja, mit Sicherheit. Alles, was man so für die Kampagne brauchen könnte. Haben wir 9 Fenster? Also mindestens 9. Von mir aus? Nachdem ich die Sachen gepackt habe, würde ich die Farbe nehmen und an die Fenster, natürlich in Spiegel verkehrt, Fuck Trump schreiben. Dann gehen. Was mit den anderen beiden, die die Segel streichen wollten? Was macht ihr, während Kate sich in ihr Zimmer zurückzieht und ihre Sachen packt? Und bevor sie die Fenster voll schmiert? Ungläubig wieder zu Pence rüber, fang an zu lachen, zu kichern. Komplette Übermüdung, nach müde kommt doof und dann würde ich auch irgendwann aufstehen, den Laptop nehmen, in das eigene Zimmer gehen. Also ich habe mir einen der Kaffees genommen, ein bisschen was davon getrunken, mich hingesetzt und mir meinen Pens einfach nur zugehört und versucht, irgendeinen Reim daraus zu machen, was er sagt. Ian stürmt dann aus dem Zimmer wieder nach draußen, stellt sich neben Blake und drückt ihm einen Kuss auf den Mund. Lang, und zwar so, dass es am besten Pence sieht. Zwischen total entsetzt erwidert Blake den Kuss. Pence beendet seine Rede ganz dicht bei John. Er legt die Hand auf deine Schulter, John, und dreht dich langsam in Richtung von Blake und Ian und flüstert dir dabei ins Ohr. John, mein Sohn, kannst du sehen, wovon ich spreche? Sie haben es sogar geschafft, die Kampagne zu infiltrieren. Ja, ich sehe es. Siehst du, was sie mit unserem Amerika machen? Sie zerstören es. Aber wir werden uns dafür bei ihnen rächen, nicht wahr? Natürlich alles. Du fühlst etwas Schweres und Kaltes, was von Trump, von
Panzers Hand in deine Hand wechselt. Sie dürfen den Turm nicht verlassen. Noch nicht. Es ist noch zu früh. Verstehst du? Ja. Sie sollen bleiben. Ich werde sie dazu bewegen. Zu bleiben. Guter Mann. Die Kampagne darf nicht gestört werden. Wir müssen gewinnen. Es muss sich lohnen. Es darf nicht umsonst gewesen sein. Nicht umsonst. Sie haben ihre Wahl getroffen. Jetzt soll das amerikanische Volk seine Wahl treffen. Dann lässt er den zitternden John stehen. Mit der 9mm in der Hand. Und verlässt euer Büro. Ray, was tust du derweil? Als die beiden Männer anfingen, sich zu küssen und Pence seinen Monolog beendete, wanderte meine Aufmerksamkeit zuerst zu den beiden. Aber ich war immer noch zu weggetreten, um darauf irgendwie zu reagieren. Jetzt starre ich John an. Was hat Pence ihm da gerade in die Hand gedrückt? Nichts. Ich. John? Stecke die Pistole unter meinen Sack hoch. John, was hast du da? Ich soll nur aufpassen, dass die Kampagne weiterläuft. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, John. Leg das Ding weg. Nein! Wir müssen die gewinnen, wir müssen weiterarbeiten, alle. Ja, wie soll dir das denn dabei helfen? Ich. Blake, Ian, sag dir doch mal was. Ja, ich würde dann auch aufhören. Entschuldigung, Blake, ich wollte einfach nur Pence triggern. Ich wollte gucken, was er macht. John, hat er dir jetzt eine Pistole gegeben? Ich soll nur aufpassen, dass alles glatt läuft. Und... Deine Pistole? Das war... Die zerstören alles hier. Ihr zerstört alles hier. Zu uns erschießen? Wir müssen dagegen halten. Wir dürfen das hier nicht zerstören. Ian, du verstehst mich doch sicherlich. Nein. Die Pistole hin. Nein. Ihr macht alles kaputt. Wir müssen die Kampagne wahren. Wir arbeiten jetzt alle. Nimmer. Geben unser Bestes. Dann gucken wir nach der Kampagne, was wir mit euch machen. Und jetzt bleiben alle erstmal hier. Ich gucke dabei zu Kate. Alle bleiben hier. Kate fängt an, die Fenster voll zu schmieren. Von innen spiegelverkehrt. F. U. C. Hör auf! K. Hör auf! Sonst was. Die Pistole. Derben tun wir so. Richtet sich langsam auf dich. Du sollst arbeiten. Arbeite einfach nur weiter. Ich stoße die Farbe in seine Richtung, am besten mitten in sein Gesicht. Ich drücke ab. Wenn ich sehe, dass der Farbe mal fliegt, drücke ich ab. Draußen vor Trump Tower versammeln sich die Protestierenden zu einem weiteren Tag mit Sprechgesängen. Alles wollen sie tun, um zu verhindern, dass Trump Präsident wird. Weit, weit oben über ihn, im 52. Stock, schmiert jemand etwas von innen an die Fenster, aber das Glas ist verspiegelt. Von draußen kann man es nicht sehen. Da steht F, U, C, K, ein Buchstabe für jedes Fenster. Auf dem fünften Fenster
trieft langsam Blut und Gehirnmasse herunter. John steht völlig entgeistert mit der abgefeuerten Waffe da. Ian, Blake, Ray. Er hat's getan, verdammt nochmal. Er hat einfach abgedrückt. Was hast du getan, du Arschloch? Sie stand nicht hinter dem Al. Hast du gesehen, was sie gemacht hat? Ich konnte doch nicht. Heck, auf ihn. Ich stürze mich auf ihn und schlag ihn nieder. Versteht ihr doch? Dem würde ich den nächsten Schuss abgeben. Du feuerst noch einmal, während sie auf dich zustürzen. Einen von ihnen erwischst du noch, dann reißen sie dich zu Boden. Was macht ihr mit ihm? Ich wollte nur, dass alles gut wird, die Kampagne zu Ende geht und wir gewinnen. Warum wolltet ihr das nicht? Ja, Gebäudesicherheit rufen. Soll abgeführt werden. Er ist der Insider, der russische Informationen verkauft hat. Jetzt das Wahlkampfteam verschwinden lassen wollte. Du gehst ans Telefon, aber die Linie ist tot. Ich zertrümmer ihm die Nase. Du schlägst zu und du fühlst dich gut dabei. Du schießt wie John von seiner eigenen Angst und Panik aufgefressen wird und das gibt dir Kraft und beruhigt dich und es fühlt sich gut an, die Angst in ihm zu spüren. Du willst nochmal zuschlagen. Gier löst deine Lust an seiner Angst ab. Blut, Gier nach Blut. Wait, hör auf! Wir können das noch alles schaffen. Du schaffst überhaupt nichts mehr. Schlag weiter, oh nein. Mörder! Hey. Du greifst nach einer Wasserflasche auf den Tisch und trümmerst ihm damit mehrmals ins Gesicht. Bis er sich nicht mehr regt. Ihr könnt sehen, dass es irgendwie draußen plötzlich schon wieder dunkel geworden ist. Wie kann das sein? Ihr seid doch gerade erst aufgestanden. Im Fernseher laufen tonlos die Nachrichten. Da steht, Trump hat die Wahl gewonnen. Da steht, er hat die 270 Wahlmännerstimmen errungen. Ihr seid in einem goldenen Raum. Das Funkeln und Glitzern der Wände und der Verzierungen blendet euch fast schon. Als wären die Wände des Raums, in dem ihr euch befindet, durchsichtig geworden, eingebrochen. Vielleicht ist es nur eine Erscheinung, nur ein Spiegelbild, ein Trugbild. Aber es sieht so aus, als wärt ihr in diesem Wohnzimmer, wo ihr vorher die Pressekonferenz hattet am Tag zuvor. Da sitzen sie alle auf ihren gepolsterten und goldenen Stühlen. Trump, diese fette, goldene Made. Du könnt sehen, wie sich das Fleisch immer weiter über seinem Schädel zurückzieht. Wie sich immer mehr in eine schädelartige Fratze verwandelt. Seine Nase verschwindet. Eine mit Dornen bewehrte pinke Zunge quillt ihm aus dem Maul und wie seine dämlichen Krawatten fällt sie langsam auf seinen Brustkorb, auf seinen aufgedunsenen Bauch und rutscht daran runter, bis sie ihm zwischen den Beinen herumhängt. Im Stuhl neben ihm sitzt Mike Pence und seine glatte Visage zieht sich langsam über dem Schädel zurück, bis seine sowieso schon schmalen Lippen nur noch blutige Krater sind und sich dann noch weiter zurückziehen, bis die Zähne aus seinem Maul herausschauen und sich langsam immer spitzer, wie sie langsam immer spitzer werden. Blut klebt zwischen seinen Zähnen. Er lacht euch aus. Neben ihm, neben den beiden steht Melania Trump mit einer Hand auf der Schulter von jedem von den beiden.
Er hatte ein fast ausdruckslosen, ein fast ausdrucksloses Gesicht. Sie nickt zustimmend. Ihr könnt Kellyanne Conway sehen, Trumps Söhne, wie sie im Staub vor ihrem Vater und Mike Pence sich winden und kriechen, deren Gestalten immer größer werden und immer höher vor euch aufthronen. Ivanka ist nur noch ein Schatten ihrer selbst, der sich noch so halbwegs auf den Beinen halten kann, neben diesen dreien, neben diesem Dreigestirn. Die Aufseherin Melania Trump begutachtet die Szenerie. Sie setzt wieder ihr strahlendes Lächeln auf und meint, auch wenn es nicht ganz gelaufen ist, wie wir es geplant hatten, ein Opfer ist ein Opfer und bedeutungsvoll ist es in jedem Fall. Der Bund ist besiegelt. Tifares gibt ihren Segen. Yesod Gamichikoth. Euer Bund ist besiegelt. Das Land sei eures. Die Dienerin von Netzach wird sich euch ergeben. In diesem Moment könnt ihr von einem Fernseher an der Wand sehen, wie Donald Trump auf die Bühne schreitet, auf das Mikrofon zugeht und verkündet, dass Hillary Clinton ihn gerade angerufen hat und dass sie die Wahl verloren gegeben hat. Die beiden haben es geschafft. Sie haben die Wahl gewonnen. Um euch herum verschwindet langsam dieses Bild, diese Vision. Ihr seid wieder in dem Apartment. Alles ist grau und schwarz. Staub liegt auf dem Boden. Ein Kadaver liegt vor euch, wo vorher John gelegen hat. Nur noch Knochen. Vertrocknete Haut, das Fleisch weggefault. Die Wände sind am Einstürzen. Staub rieselt herunter. Die Fenster sind nach außen weggebrochen. Vor euch liegen die Ruinen einer Stadt in Grau und ein Friedhof, der sich bis zum Horizont zieht. Ihr könnt Trump Tower jetzt verlassen, ihr, die ihr noch lebt. Ihr habt die Prüfungen des Turms überstanden. Auf eure Art. Aber ob ihr wieder den Weg zurück nach Elysium finden werdet, einen Weg zurück in ein normales Leben, das werden die Menschen von New York nicht erfahren.